Nachfrage auf unserem Planeten war größer als das Angebot. Daher verließen wir sogar unsere Atmosphäre. Die neue Grenze bot die Chance auf einen Neuanfang. Doch die Distanz ermöglichte neue Fraktionen ohne jegliche Verbindung zu unserer Heimat. Neue Regeln, neue Ziele, ein neuer Feind. Die SDF formierte eine Armee und hat sich gewaltsam und auf grausame Weise von der Erde losgerissen. Sie sind keine Revolutionäre. Sie wollen die absolute Macht. Sie überfallen Kolonien, stehlen Ressourcen und kontrollieren Gebiete mit Gewalt. Sie versperren uns mit ihrer Flotte den Zugang zu Rohstoffen, die wir brauchen. Sie wollen alles vernichten, was von der Erde stammt. Heute ist die SDF eine Kriegsmaschine, vom Militär beherrscht. Wenn ein Anführer diese Kraft bündeln würde, würden sie angreifen und versuchen, uns unsere Heimat zu nehmen. Warlord, hier ist K1, bereit für Instruktionen. Verstanden, 1-1. Unsere Waffeneinrichtung wird von der SDF angegriffen. Wir glauben, das ist Teil einer Operation mit Codenamen RIA. Der Aufklärung zufolge ist das Ziel eine Prototypwaffe. Ihr Team wird unseren Prototyp extrahieren und dort alles abfackeln, bevor die SDF ihn findet. Verstanden, Warlord. Wir erledigen das. Eine Minute. Verbündete? Die Anlage ist dunkel. Wir holen unsere Waffe und fackeln alles ab. Ausrüstung überprüfen. UMA-Systeme online. Einsatzregeln? Feuer frei. Gun raus. 10 Sekunden. Tür! Grünes Licht, K1, grünes Licht. Los geht's, Wolf! So Leute, willkommen zu Call of Duty Infinity und wir befinden uns jetzt hier klatschig in der Luft und dann würde ich sagen, springen wir mal ab und dann legen wir mal los hier gemeinsam. Los! Los, los! Und ab geht's in die Tiefe. Das ist gut, dass man den Ausschuss nicht verliert. Erfolgreiche Leitung. Oberflächentemperatur minus 300. Wir müssen uns sputen. Reaper, Scars sind jetzt unten. Verstanden, 1-1. Vertikaler Sprung nördlich ihrer Position. Verstanden. Okay. Oberflächentemperatur minus 307. Was da runter? Okay, dann gehen wir mal abwärts. Juhu! Sibes, vorangehen. Jo. Reaper, gehen zur Waffenkammer. Bestätigt. Da haben wir schnell ja zur Waffe, bevor sie sie erreichen. Unseren anderen Teil ja miteinander durchgespielt, dann habe ich mir echt überlegt, ob man den anderen Teil spielen sollte, aber da haben wir mal echt wirklich die Rezensionen durchgelesen. Da war ich selber nicht so ganz begeistert von dem Spiel. Ist erledigt. Der Einstiegspunkt ist 30 Meter direkt voraus. Bewegung. Reaper, der Einstiegspunkt ist direkt voraus. Bestätigt. Achtung, die SDF ist fast drin. Verstanden. Standhalten. Da habe ich jetzt einfach gesagt, wir packen mal wieder so ein alter Teil aus. Wächter auf dem Dach. Wolf, du nimmst einen, wir die anderen. Okay, dann teilen wir uns denn da noch. Da ist auch noch einer. Voll in die Kniescheibe. Los. Vorrücken. Vorsicht, Abgrund. Naja. Gut, den Teil habe ich jetzt beispielsweise persönlich auch noch nicht gespielt. Die SDF will Waffen, keine Gefangenen. Aber der soll anscheinend richtig gut sein, eigentlich.
bin mal gespannt, ob die das wirklich so gut ist, wie sie sagen, der Teil da, ne? Mehrere Ziele. Perfekt, Sucher! Verstanden. Werden angegriffen! Rechts gesichert. Ausschwärmen. Unsere Waffe ist im Safe der Waffenkammer. Einen halben Kilometer voraus. Nahkampf, lies ihre Pulsen. Mal kurz hier rein, raus. Okay, jetzt wissen wir das auch. Ob sie die Explosion gehört haben? Nehmen wir es an. Dann heißen wir sie ordentlich willkommen. Wenn das gerade mitkriegt hat, dann weiß ich ja nicht. Anti-Schwerkraftgranate. Zur Hölle. Die sind ausgeschaltet. Die ist ja richtig gemein, das Ding. Rücke vor. Brauche Unterstützung. Meine Position. Ausgeschaltet. Auf die Ecken achten. Ja, ich habe vergessen zum Nachladen, Jungs. Sorry. Reaper, sind im Labor. Gehen zur Waffenkammer. Bestätigt. Achtung, die SDF ist fast drin. Operation RIA darf nicht gelingen. Wenn die Waffe sichergestellt ist, kann ich die Selbstzerstörung aktivieren. Verstanden. Das Forschungslabor. Waffenkammer sollte als nächstes folgen. Aber irgendwie erinnert mich der Zeit echt wirklich brutal irgendwie an Titanfall. Kontakt! Also der Teil, der erinnert mich eigentlich jetzt wirklich echt. Feuer eröffnen! Also schon irgendwie extrem irgendwie. Ah, da ab, der Sucher. In Bewegung bleiben. Wachsam bleiben, da kommen noch welche. Aber die Suchers sind echt gemein. Macht sie fertig. Ziele erledigt. Sichern Sie die Waffe, bevor die SDF sie erreicht. Verstanden, sind auf dem Weg. Das Terminal ist auf der anderen Seite, gerade rechtzeitig. Sipes, aufmachen. Mach's noch auf. Alles gesichert. Jackpot. Ich sehe den Safe. Reaper, wir sind in der Waffenkammer. Versuchen, die Waffe zu sichern. Verstanden, 1-1. Die Waffe ist im Safe. Sobald sie sicher ist, aktiviere ich die Selbstzerstörung. Ja, mach mal. Drück mal die Knöpfe. Es war Prototyp. Hochfahren. Wir werden das Ding brauchen. Hier, Wolf. Kompaktes Modell. Selbe Technik. Das war das Ziel von Operation RIA? Reaper, Waffe sicher. Bestätige Selbstzerstörungsbefehl. Roger, leite Selbstzerstörungssequenz ein. Kompaktes Modell? Es sind mehr als 50 Infanteristen und Maschinen der SDF unterwegs. Sie müssen da sofort weg. Verstanden, sind auf dem Weg. Treffen in 5. Die Uhr tickt, na los. Achtung, Selbstzerstörung aktiv. Sämtliches Personal hat das Gebiet umgehend zu verlassen. Achtung! Selbstzerstörung aktiv! Sämtliches Personal hat das Gebiet umgehend zu verlassen. Ach, Alter, was ist das für eine Waffe? Scheiße! Zeit! Los, erspart die Wirkung! Alter, der Teil geht ja schon richtig ab, neuer am Anfang. Selbstzerstörung aktiv.
Wir brauchen Luft. Ich komme. Auf die Beine mit ihm. Er braucht Luft. Ruhig atmen, Soldat. Wie viele waren noch bei Ihnen? Nur wir. Was ist mit dem abgeschossenen Schiff? Meine Männer brauchen Hilfe. Sie sorgen sich um ihre Männer. Genau deshalb werden sie nicht gewinnen. Dieser Ort gehört ihnen nicht mehr. Tötet Dick. Sparen Sie sich die Kugel. Was ist Ria? Unbekannt. Die Kamera sendet nicht mehr. Seit 18 Stunden. Kein Kontakt. Keine Forderungen der SDF. Die SDF stellt niemals Forderungen. Sie haben ein Zeichen für uns gesetzt. Drei Männer sind tot und ein Pilot wurde abgeschossen. Unser Team sollte geheime Waffen aus einer geschlossenen Anlage sichern. Der Ort ist eine Blackside, Admiral. Warum zur Hölle darf die SDF im Luftraum sein? Laut den Abkommen haben alle Nationen die Möglichkeit, ein Un... Sir, das Ziel erforderte ein komplettes Team, nicht nur vier Mann. Lieutenant Reyes, ich empfehle Ihnen, in diesem Büro diplomatisch und taktvoller zu sein. Ja, Sir. Wer weiß noch davon? Momentan das strategische Luftkommando und Sie. Das ist ein bewusster Akt der Aggression, Admiral. Wir sollten da draußen patrouillieren, statt hier mit Konfetti zu schmeißen. Die Kampfeinsatzregeln untersagen definitiv Verhandlungen unter diesen Umständen. Also stellen wir uns an den Straßenrand und bestaunen die Parade der Flotte? Lieutenant Reyes, damit das klar ist. Meine Instinkte, übrigens genau wie die Ihren, sagen mir untrüglich, dass wir angreifen müssen. Wieso nicht, Sir? Das sind Politiker, Reyes. Die tanzen immer unter der Flagge, die die Schlote weiter rauchen lässt. Der Gedanke an eine Offensive lässt Männern wie denen die Prostata platzen. Bis Krieg herrscht, haben Krieger nichts zu sagen. Aber Sir, wenn Krieg herrscht, ist es zu spät. Zögern heißt ein Loch im Schädel, das haben Sie uns in der Akademie eingebläut. Identifiziert das Problem, reagiert. Sie haben immer schnell gelernt. Stratcom weiß um unsere Bedenken. Derzeit wird der Einsatz von Gewalt nicht als Option in Betracht gezogen. Das sind die Gesetze des Krieges. Danke für das Briefing, Sir. Admiral Rains, Ethrian wartet auf dem Dach. Danke, Petty Officer. Was ist Ethrian? Sehen Sie es sich selbst an. Ich denke, Sie werden beeindruckt sein. Wegtreten. Wie viele? Vier.
Alle tot. Europa? Die Front war schon da. Haben alle erledigt und den Ort geplündert. Scheiße auch. Diese scheiß Flottenwoche. Wir sollten in unseren Jackals fliegen. Sieht der Admiral auch so. Und Captain Alder? Negativ. Heute ist die Retribution kein Kriegsschiff, sondern ein Paradewagen. Die ganze Flotte hier in Genf? Das ist nicht gut. Wir machen das jedes Jahr, Salt. Gut. Verpassen wir nicht die Party. Nach Ihnen, Lieutenant. Danke, Held.